staubtrocken hier oben. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, als es hieß, Sendung aus Rahnsdorf, wassersatt, Sie wissen schon, wegen des Müggelsees, aber stattdessen steht man hier in der Wüste. Das sind die Püttberge, die höchste Düne der Region, über Jahrtausende vom Wind aufgeweht und alles nur staubtrockener Sand. Und damit herzlich willkommen zu einem hoffentlich gar nicht so trockenen Heimatjournal bei 50 Grad im Schatten. So, jetzt aber ganz schnell ab Richtung Rahnsdorf City und immer weiter Richtung Wasser. Und wir werden heute auch noch Menschen treffen, die eine besondere Form der Mobilität praktizieren. Sie schweben nämlich nicht über den Dingen, aber auf dem Wasser. Wie sie das machen, werden sie uns erklären. Rahnsdorf ist ein Ortsteil des Bezirks Treptow-Köpenick am großen Müggelsee und der Grenze zu Brandenburg. Nicht nur übers Wasser gut zu erreichen, sondern auch mit der S-Bahn. Rund 10.000 Menschen leben in Rahnsdorf. Die werden wir heute natürlich nicht alle treffen, aber einige von ihnen. Und zwar in den Ortsteilen Alt-Rahnsdorf, Hessenwinkel und Neu-Venedig. Venedig? Das war doch irgendwie bei Spandau. Sie haben vollkommen recht. Berlin hat zwei Venedige. Bei Spandau Klein-Venedig, hier Neu-Venedig. Das könnte hier heute eine Sendung der Superlative werden. Sie erinnern sich, wir waren schon auf der höchsten Düne der Region und jetzt geht es zu jemandem aus der Kategorie der Einzige. Und zwar der einzige Kunstglasbläser Berlins. Herr Müller wartet auf uns. Oh, hier wird gearbeitet. Und der Himmel voller Luftballons. Hallo, Herr Müller. Hallo. Das ist an so einem Tag wie heute vermutlich wahnsinnig warm. Vermutlich der heißeste Arbeitsplatz in Rahnsdorf, oder? Ja. Im Winter angenehm warm, ja. Jetzt schon ganz schön unerträglich. Und im Moment, das, was Sie machen, das wird auch so ein Luftballon? Genau, das wären die Luftballons, die jetzt im Sommer wunderschön leicht und beschwingt daherkommen. Ja. Man kennt Sie vom Gendarmenmarkt. Wie ist es denn im Moment? Sind Sie schon wieder dabei, auch Weihnachtskugeln zu machen? Ja, absolut. Nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Mhm. Und ja, der Weihnachtszauber am Gendarmenmarkt dies Jahr dort nicht, sondern an einem anderen geschichtsträchtigen Platz, dem Bebelplatz in Berlin. Wir sind umgezogen und ja, freuen wir uns drauf. Fertig ist er, ein weiterer Luftballon aus Glas. Dankeschön, Herr Müller. Sehr gerne. Dinge, die das Leben schöner machen, gibt es nicht nur hier, sondern auch an anderer Stelle hier in Rahnsdorf. Es gibt irgendwie so eine Kompetenz für schöne Dinge im Leben hier in Rahnsdorf. Wir gehen mal in den Dorfladen. Arne und Alexander Erichsen sind ein Liebes- und Geschäftspaar. Müggelig ist quasi ihr Baby, eine Art muggelige Dorfzentrale in Rahnsdorf. Randgefüllt mit auffällig vielen Postkarten für jede Gelegenheit und das im digitalen Zeitalter. Es ist einfach doch noch was Persönlicheres, als eine E-Mail zu schicken oder eine WhatsApp mit Fotos. Zeitungen und Zeitschriften, woanders Auslaufmodell, hier fester Bestandteil des Sortiments. Dazu die Post. Wir versuchen auch ein Treffpunkt zu sein für Rahnsdorf. Und da haben wir zum einen die Post mit dabei, die ein Anlaufpunkt ist. Zum anderen ist es uns aber auch wichtig, dass wir so als Dorfladen auch mal einen einzelnen Umschlag haben, einen einzelnen Bleistift. Oder wenn ein Kind einen einzelnen Luftballon haben möchte, dann verkaufen wir auch das wie früher. Ihr altes Leben als Projektmanager haben Sie an den Nagel gehängt, als Sie vor 10 Jahren nach Rahnsdorf von Berlin aus umgezogen sind. Jetzt sind Sie lokaler Nahversorger und wichtiger Teil von Rahnsdorf mit nützlichen und Dingen, die die Welt nicht wirklich braucht. Die Vorbesitzerin ist in Rente gegangen und das habe ich aufgegriffen, als ich hier meine Pakete abgegeben habe. Und dann haben wir eine Woche lang so ein bisschen drüber gescherzt, weil ich so die Idee ganz lustig fand, dass Arne irgendwie vielleicht hier so seinen Traum verwirklichen kann. Und Alex schickte mir eine WhatsApp, einfach nur ganz kurz, mach doch die Post. Dann habe ich noch mit Kollegen darüber gescherzt irgendwie und dann sagte das aber so ein bisschen, dass man das vielleicht ein bisschen größer denken kann und sagen kann, Mensch, wir kommen beide vom Dorf, wir
wir leben gerne hier, wir leben die Straße runter. Wieso machen wir nicht so einen richtig schönen Dorfladen da draus? Und zu so einem Dorfladen gehört halt auch irgendwo im Dorf eine Post. Zu den Paketen und Briefmarken gibt es nette Worte und die latest News von Ransdorf. Wir kommen gerne her, also auch die Kinder, und man findet immer etwas. Es ist schön, dass hier so viele kleine Geschäfte sind und man kann mit jedem reden und es ist einfach nett hier. Mit Innendesign haben sie sich beschäftigt, als sie ihr Wohnhaus in Ransdorf eingerichtet haben und merkten, das kommt an. Naja, dafür ist Ransdorf ja dann auch schon wieder Dorf und eben nicht Berlin City, also spricht sich einfach schnell rum. Alexander Erichsen wahre Leidenschaft ist das Restaurieren und Bemalen von Möbeln. Dafür benutzt er gerne Kreidefarbe. Die alten Möbel kommen meist aus Dänemark. So ein bisschen erfüllt es das Klischee von der Leidenschaft oder vom Hobby, das man zum Beruf macht. Also vor einigen Jahren haben wir auch nicht gedacht, dass wir davon mal hauptberuflich leben werden. Aber es hat sich dann einfach so entwickelt, dass die Nachfrage so groß war. Es war ein schöner Ausgleich zum Bürojob, den wir damals hatten. Eine tolle Beschäftigung fürs Wochenende und abends nach der Arbeit mal. Die Werkstatt der Berliner Landjungs war früher in Ransdorf, heute in Friedrichshagen. Und wenn nun jeder denkt, sie hätten genug zu tun, der täuscht sich. Ach, hier in unseren neuen Räumlichkeiten haben wir die Möglichkeit, dass wir auch Koch-Events integrieren können. Wenn das so weitergeht, sind sie im Kleinen bald Großunternehmer. Du Arne, hab echt eine gute Idee bekommen gerade. Ach ehrlich? Noch eine neue zusätzlich zu den 7, die du diese Woche schon hattest? Ja. Auf jeden Fall sorgen sie in der Gegend für mehr Wohn- und Lebensqualität. Und schon wieder haben wir ein Superlativ, das wir hier treffen in Ransdorf. Und zwar eins aus der Kategorie Die Erste. Es geht um die erste reine Frauenrockband der DDR. Die hieß Mona Lise. Wir treffen gleich die Frontfrau. Und die Band, die klang damals so. Du bist ja nicht nur weltberühmt durch Mona Lise, sondern in diesem Jahr Teilnehmerin Germany's Next Top Model. Wenn du so dieses Jahr so ein bisschen Revue passieren lässt, wie war es für dich? Sehr aufregend? Andreas, lass mal das Welt weg und berühmt auch bekannt. Ja, machen wir mal in aller Bescheidenheit. Also ich sag mal so, mir war klar, bevor ich mich beworben habe, dass ich durch einiges auch durch muss. Wie heutzutage, wie sagt man da auf Englisch, alles hat und Kommentare, die auch schlecht sind über mich oder wo ich belächelt werde. Ja. Das muss man wissen, bevor man sich da bewirbt. Und auch in meinem Alter sich da bei GNTM zu bewerben mit fast 70, dass man auch belächelt wird oder sich... Ich habe mich auch schlecht vorbereitet, gebe ich ehrlich zu. Mhm. Ich hätte mehr üben müssen vorher, das Laufen. Ich dachte, die nehmen mich nicht. Und wenn du so zurückblinkst... Willst du ein Käffchen haben? Ja, sehr gerne. Okay. Was nimmst du mit aus dieser Zeit? Was ist die Erkenntnis, wenn man so eine Show mitgemacht hat? Also, Andreas, ich habe ja Mode, mag ich ja. Dankeschön. Weißt du, auch gerne. Guck mal, willst du noch ein bisschen mit Milch? Ich nehm ein bisschen Milch. Ja, jetzt kommt so das Mütterliche durch. Ne? Ja, vielen Dank. Aber ich bin so, ich denke, mein Gott, jetzt muss doch noch was kommen. Mhm. Also, ich habe noch so eine Neugierde in mir. Mhm. Und wenn du noch Neugierde hast, es ist natürlich ein Motor, um noch halbwegs am Leben teilzunehmen und vielleicht noch jünger zu bleiben. Vielleicht ist das ein Tipp. Das heißt, du hast dir mit dieser Show bewiesen, da geht tatsächlich noch so einiges. Und dann ist ja aber die spannende Frage, wie geht's denn weiter? Ja, also so einiges, wie gesagt, ich habe gelernt, elegant zu laufen. Mhm. Und mich in Pose zu setzen. Also da hatte ich ja zuvor Schamgefühle. Ne? Wenn jetzt die Fotografen kommen wie so ein Fliegenschwarm, dann setze ich mich hin, dann habe ich meinen Heidi-Blick. Ne? Pass auf, der geht, hat sie mir gezeigt. Pass auf, ich zeige dir, wie er geht. Musste so, hat sie mir gezeigt, die Schulter vor. Und dann guckt das man ist der so. Heidi-Blick, du. Aha, interessant. Du, das klappt. Werde ich zu Hause trainieren. Jetzt halt die Heimtipps für alle Frauen. Ja. Die Modelei war ein netter Ausflug, aber im Herzen bist und bleibst du Musikerin. Auf jeden Fall, aber die Modelei ergänzt das, denke ich. Hm. Also wenn ich jetzt noch mal wo singen dürfte, dann latsche ich nicht mehr auf der Bühne, wie so ein Trampelelefant, sondern dann ist da ein bisschen mehr Sexappeal dahinter. Oh. Ja. Ich singe dir jetzt ein Liebeslied vor. Ja, da war ich mal verliebt, du. Vor 15 Jahren. Vor 15 Jahren. In Italien. War auch so ein hübscher junger Mann wie du.
Der war 18 Jahre jünger, ich gebe es zu. Vielleicht erreicht ihn das Lied auf diesem Wege noch. Ja. Lieselotte. L'amore è dolce vita. Wir sind in Hessen-Winkel. Hier kann man Boote mieten und ein weiteres Superlativ erkunden. An diesem Ort gab es das erste Mietfloß Berlins. 2006 war es. Gebaut hat es damals Wolfgang. Hallo Wolfgang. Und der Olli. Hallo. Hallo. Hallo und der Olli. Olli ist jetzt nicht im Bild. Olli und es ist auch gar nicht das Floß. Das ist heute unterwegs vermutlich. Genau, das vermietet. Okay, aber wir machen trotzdem jetzt eine kleine Tour. Muss man jetzt einen Führerschein mitgebracht haben, tendenziell? Nein. Ist führerscheinfrei, weil bis 15 PS darf man führerscheinfrei fahren. Dann los! Soll ich eigentlich übernehmen? Würde mich freuen, wenn du übernehmen würdest. So, also lenken kriege ich hin? Ja, musste man nur mitrechnen, dass es einen Moment dauert, ehe das Steuer anschlägt. Gut. Wie würdest du den Ort beschreiben, Hessen-Winkel? Wenn man hier so von außen guckt, das sieht ja nach einem ganz entspannten Leben aus. Ja, hier wohnen doch eine ganze Menge Nachbarn, die schon immer hier wohnen und die hier aufgewachsen sind. Es sind natürlich so ein Drittel ungefähr neue Nachbarn dazugezogen, also gut durchmischt, würde ich sagen. Und du wohnst auch in Hessen-Winkel? Ja. Ich wohne ja auch auf der Insel, genau. Auf der Insel sogar. Hat man das Gefühl, die Stadt ist weit weg, man ist so abgeschottet, weil Inselleben? Sehr. Ja? Ist wirklich wie ist so ein Dorfleben hier. Die Boote, die du vermietest, kann man am Wochenende sich mieten. Und dann in der Woche kann man sich auch Boote mieten, aber nur nach Voranmeldung. Wir fahren ja auf einem Floß Marke Eigenbau. Also vom Beruf bin ich Tischler. Ja. Hab ich gelernt und wir haben schon immer in der Familie Boote halt eben gehabt. Wir haben viel Freizeit auf dem Wasser verbracht und als dann die Zeit sich geändert hat, kam dann die Zeit, wo man eben auch Vermietungen leichter starten konnte. Jetzt kommen wir Richtung Neu-Venedig, kommt hinter der nächsten Biegung gleich die Einfahrt nach Neu-Venedig. Und sehen Sie es schon? Die Rialto-Brücke. Ja, die heißt so wie die in Venedig, weil dieser Ort heißt wie Venedig. Also fast, das ist Neu-Venedig. Waren bis 1926 feuchte Wiesen, wurden dann entwässert mit sehr vielen Kanälen. 5 Kilometer Kanäle sind entstanden. 6 Inseln werden da umspült von den Kanälen. Und entstanden ist auch auf Neu-Venedig ein ganz neues Lebensgefühl, zu dem heute auch Yoga gehört. Die ersten Klaräpfel sind reif in den Gärten am Rialto-Ring. Hier fällt das Glück buchstäblich vom Himmel. Und was gibt es Schöneres, als an diesem perfekten Sommertag in Neu-Venedig über seinen Platz im Leben zu philosophieren? Ich bin der Apfelstrudelbäcker, das ist korrekt. Aber Apfelkuchen würde ich backen, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Apfeltart hätten oder so, dann würde ich den backen. So teilen wir uns das. Apropos Teilen. Viele in Neu-Venedig haben Teile ihrer Grundstücke verkauft, als die Preise stiegen. Die beiden wollen auf keinen Quadratmeter ihres Paradieses verzichten. So, eine, die ich vergessen habe zu ernten. Die schmecken aber leider nicht so gut. Wenn man still ist im Kopf, dann trifft man. Die Leidenschaft für asiatische Kampfkünste und Philosophien verbindet Gerd und Jeanette seit vielen Jahren. Lange Zeit haben sie gemeinsam in Kreuzberg gelebt und gearbeitet. Er kam aus dem Westteil der Stadt, sie aus dem Osten. Unser Sohn war 1 Jahr
Und wir lebten in Kreuzberg, da habe ich Aikido und Zen unterrichtet. Und dann dachten wir in der Fabriketage Kreuzberg irgendwie, das ist nicht so optimal. 30 Jahre ist das jetzt her. 20 davon verbrachte die Familie hier an der Mögelspree, nur die Wochenenden und die Ferien. Wir sind durch Zufall hier gelandet. Wir haben eine Annonce gesehen in der Zeitung. Damals hat man noch in die Zeitung geschaut, Wassergrundstück in Berlin zu verkaufen. Und daraufhin haben wir uns gemeldet und haben es bekommen. Der wirklich eindrucksvolle Bungalow steht heute nicht mehr. Das ist immer ein Hingucker gewesen und auch dieses mit dieser Fensterfront. Alle haben gedacht, dahinter ist eine riesen Fensterfront, war es aber gar nicht. Sondern das war das Pilotprojekt der DDR für Solaranlagen. Aber als wir dann das gekauft hatten, war das nicht mehr in Betrieb. Na, dann bis später. Ne? Tschüss. Tschüss. Ich kümmere mich um den Kuchen. Ja. Ciao. Früher waren die Grundstücke riesig und die meisten Häuser klein. Mittlerweile stehen hier auch solche Villen. Und auch auf dem Wasser wird mächtig aufgerüstet. Kanus und Kajaks teilen sich die Kanäle mit Yachten. An manchen Tagen folgt ein Boot dem anderen. Ja, am Wochenende schon, ja. Die Leute kommen gerne, ist ja klar. Und das, obwohl ganz eindeutig der Flughafen BER nicht weit ist. Neu-Venedig liegt in der Einflugschneise. Doch Gerd hat trotzdem die Ruhe weg. Er ist schließlich ein angesehener Aikido- und Zen-Meister. Wenn er nicht in seinem Berliner Institut unterrichtet, trainiert er hier seine Bewegungen. Seine Frau Jeanette ist Yoga-Lehrerin. Yoga in Rahnsdorf heißt ihr kleines Studio. Viele ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen schon seit Jahren hierher und sind begeistert von ihrer Lehrerin. Und packt sie manchmal noch die Sehnsucht nach dem wilden Teil von Berlin, der so lange ihr Zuhause war? Wenig. Also nicht so oft mehr. Also ich bin gerne hier. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so schön ist. Es ist wirklich traumhaft hier. Wir sind übrigens an dem Ort, an dem hier alles angefangen hat. Alt-Rahnsdorf, über 650 Jahre alt, war damals ein Fischerdorf. Und man sieht von dem alten Dorfkern tatsächlich noch so ein bisschen die Umrisse und die Kirche. Viele Fischer sind nicht mehr da. Heißt aber nicht, dass die Fische mittlerweile Ruhe haben, denn Maria ist noch da. Tag, Maria. Hallo. Moin. Schon wieder ein Superlativ in der Sendung. Du bist die einzige Fischerin Berlins. Ja. Wie fühlt sich das an? Man fühlt sich schon etwas besonders. Also gibt es ja dann doch nicht überall. Ja. Und man merkt halt bei vielen Leuten, dass sie echt begeistert sind, wenn die das hören. Es riecht gerade hier sehr intensiv. Brauchst du Hilfe? Sehr gerne. Du räucherst, oder? Wir sind gerade beim Räuchern. Ja. So, die Seite haben wir schon fertig. Auf der Seite haben wir hier unsere Aale drin. Und da würde ich jetzt einfach mal gucken, wie das aussieht. Wow. So, das riecht wahnsinnig intensiv. Was sind das für Fische? Also das sind Aale, hast du gesagt? Genau, das sind die Aale. Ja. Die fangen wir selber im Müggelsee. Und hier haben wir noch einiges an zugekauften Fisch. Haben wir hier einmal da oben die Makrelen. Das sind die Saiblinge und Lachsforellen hier. Aha. Und den Butterfisch. Du hast ja bei deinem Papa gelernt. Genau. Bist vermutlich mit der Fischerei schon immer in Kontakt gewesen. Was ist so die erste Erinnerung, die du hast? Tatsächlich, dass ich war 5 Jahre alt und mein Papa und ich sind aufs Wasser zusammengefahren. Ja. Das war auch so mit das erste Mal. Und dann wollte er gleich mal mir die Fische zeigen und wollte auch, dass ich so einen Fisch anfasse. Und dann? Und das erste, was passiert ist, ist erstmal direkt gewesen, dass mir der Fisch in die Hand gestochen hat. Und da war ich erstmal kurz geheilt und hatte erstmal Angst vor Fischen, aber das hat sich dann nach kurzer Zeit wieder gelegt und seitdem ging es eigentlich nur bergauf. Das ist ja ein Beruf. Ich stelle mir vor, wahnsinnig früh aufstehen. Im Winter ist es kalt und dann ist ja so ein Fisch anfassen mit seiner schlammigen Haut auch nicht immer so angenehm. Was ist die Faszination für dich an dem Job?
ja, ich kenne das halt tatsächlich schon von klein auf. Ne? Mein Papa hat mir das mehr oder weniger vorgelebt. Ja. Also es war für mich nie unnormal, wenn ich von der Schule gekommen bin und mein Papa hat da die Fische geschlachtet, wo andere Kinder wahrscheinlich schreiend weggerannt wären. Ja, und dadurch, dass mein Papa sich hier über so viele Jahre so einen, sag ich mal, gut funktionierenden Betrieb aufgebaut hat, mit einem inzwischen relativ großen Kundenstamm, möchte ich natürlich auch, dass das weitergeführt wird. Das heißt, du übernimmst den Betrieb? Ich übernehme definitiv den Betrieb. Ich habe jetzt meine Ausbildung gerade fertig. Ja. Vor 3 Wochen. Bin jetzt also ausgelernte Fischwirtin. Und ja, steige jetzt quasi richtig in den Familienbetrieb ein. Was ist der verrückteste Fang, den du bisher hattest? Tatsächlich haben wir mal so einen großen Karpfen gefangen. Ich weiß gar nicht, der wird so 25 Kilo gewogen haben. Aha. Und der war aber goldgefärbt. Also es war eine Mutation und der sah quasi aus wie ein Goldfisch, nur riesengroß. Das klingt ja wie aus einem Märchen. Das war sehr spannend, also da habe ich auch große Augen gemacht. So. Und, schmeckt? Ganz zart. Das hat ein bisschen was von Kassler. Aber das ist der Rauch. Toll, ja. Sehr lecker. Schmeckt sehr gut, oder? Ja, kann man machen. Ich denke, den können wir so verkaufen. So, was glaubst du, wenn du in dem Job genauso lange bist wie dein Papa? Wie wirst du zurückblicken auf dein Arbeitsleben? Was ist dein Wunsch? Ja, dass ich immer Spaß dran hatte. Mhm. Dass ich hinterher sagen kann, ich habe alles richtig gemacht. Okay. Und nichts falsch gemacht. Klar, gewisse Fehler gehören im Leben dazu. Mhm. Aber man will natürlich so wenig wie möglich machen. So wenig wie möglich? Ach, Fehler. Ja, Fehler. Ja. Du, da wünschen wir dir alles Gute auf dem Weg. Vielen Dank. Ich muss weiter. Darf ich dir den Rest nehmen? Natürlich, gib her. Dankeschön. Dann wünsche ich noch viel Spaß. Genau, Servietten hast du hier. Zurück auf die Möbelspray. Danke, Maria. Tschüss. Gerne, tschüss. Oh, da kommt eine Fähre. Ja, die will ja, glaube ich, gerade anlegen. Das ist übrigens mal wieder so eine Stelle, eine Superlativ hier in Rahnsdorf. Denn hier gibt es eine andere Fähre. Die gehört zur Kategorie die einzige deutschlandweit. Die kleine Paule 3, das rote Boot, ist das einzige Ruderboot in Deutschland, das als offizielle Fähre benutzt wird. Wie lange dauert die Überfahrt? Also 12 Ruderschläge habe ich gehört. Irgendwie 36 Sekunden hatte ich gelesen. 36 Sekunden. Die kürzeste Strecke zwischen zwei Haltestellen im Netz der BVG. Ja, und gibt es schon seit 1911. Seit 1911, allerdings nur am Wochenende und nur in den warmen Monaten. Genau. Paule 3. Gut. So, unser nächstes Ziel, wir fahren Richtung Müggelsee, ne? Riviera des Ostens. Hallo. Hallo. Wie ist die Temperatur? Angenehm? Man kann auch stehen. Aber scheint von der Wassertemperatur erträglich zu sein. So, wir hatten es angekündigt, wir werden jetzt Menschen treffen, die eine sehr besondere Art der Mobilität pflegen. Die schweben übers Wasser. Bin sehr gespannt, wie genau sie das machen und ob man ihnen das auch nachmachen kann. Danke, Wolfgang. Gute Rückfahrt. Tschüss. Kommt gut nach Hause, wa? Ja, na vor allem. Man glaubt kaum, dass Schweben so schwer ist. Also jetzt schon mal für den Anfang. So, wir sind hier bei der Surf- und Segelschule Müggelsee. Chris ist der Chef. Und hallo, und hat das Zaubergerät hier in der Hand, mit dem man durchs Wasser schweben kann. Wie heißen diese Boards? Das sind Elektro-Hydrofoil-Boards. Also Hydrofoil, das sind halt diese Hydrofoils. Ja. Und elektrisch betrieben, Elektromotor drin. Was schätzt du, wie lange brauche ich als jemand, der nie surfen war und auch sonst ein kleiner Schisser ist? Es kommt so ein bisschen darauf an, wie ist dein Gleichgewichtssinn, wie ist deine sportliche Verfassung. Zwischen 15 Minuten und einer Stunde, ja. Denke ich, sollte hinkommen. Also, wenn ich dich so sehe, würde ich sagen, so, du wirst heute ins Fliegen kommen. Ne? Normaler Kurs dauert 90 Minuten. Ja, ins Fliegen, in den See fliegen. Das und so. Ach, schön. Wir fangen ganz langsam an, im Liegen, Verdrängerfahrt, Gleitfahrt, dann im Knien und dann vielleicht auch sogar bis zum Stehen. Bremse werde ich schlecht.
Fazit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Vorrat an Adrenalin und Kraft in meinem Körper ist aufgebraucht. Chris, das ist schon beeindruckend. Klar, ist Adrenalin, weil du guckst aus einer Höhe von gefühlten 17 Metern aufs Wasser, ne? Ja, hallo. Kommende Woche melden wir uns aus Dalgudöbritz-Seeburg. Bin gespannt, ob das auch so ein feuchtfröhliches Vergnügen wird. Weitere Informationen finden Sie im Internet heimatjournal.de und im RBB-Textseite 364.